So, hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine Folge Conan Exiles. Wir sind hier in der Unnamed City, ihr kennt ja hier den Großen. Mit dem haben wir uns ja in der vorletzten Folge, glaube ich, unterhalten. Das ist Kriegstreiber Kleil, der für das scheiß Wetter hier verantwortlich ist, dass wir immer wieder mit diesen Sandstürmen geplagt werden. Aber er wurde ja überredet, also von daher, naja, wollen wir nicht zu viele Vorwürfe machen. Wir sind weiter auf unserer Obelisken-Rundreise und hier ist, irgendwo müsste hier der zweite sein, dachte ich. Da ist er. Das ist sehr wahrscheinlich derselbe. Ne, es ist derselbe. Ich klicke mal an. Hunted Ja. one, this is the spiritual heart of our city. Herein the sacrificial rituals of Set Jetzt are quatscht er. performed constantly, Lass mal kurz such that the ausquatschen. scent of sacrifice will bring glory and victory to our people. Ja, ist ja gut. Enter, slave. If you have been bidden to come here, if it is the purpose of your being to be given to the old serpent, then do not allow your footsteps to falter. Enter, slave. Give your heart to Set. Nee. Also, hier haben wir ein Journal und das ist bei Set knien, sitzen, beten, stehen, beten. Ah, ich habe gedacht, das sei das von der. Hier müsste irgendwo noch eins von der. Ach, Dingsbums rumliegen. Rasmia. Die Witch Queen, beziehungsweise die wir vom Intro her kennen, ist die von diesem Kreuz da befreit wird. So, das heißt, jetzt muss ich mich ganz kurz mal umgucken. Jetzt sind wir hier. Das heißt, wir haben hier vorne noch einen Boss und hier oben einen. Da müssen wir eh hin. Da gibt es ein Tablet. Und Boss 7, da habe ich das falsche Icon gewählt. Hier können wir aber noch Icons hinmachen, nämlich das hier. Das ist Giant King Lorestone Nummer 18. Und hier machen wir noch einen hin. Giant King Lorestone Nummer 19. Wir nummerieren sie durch, weil die sind ja wirklich zwei an zwei Stellen. Und das hier ist ein Boss und kein Dings. Aber hier müsste auf jeden Fall ein Dingsbums sein, ein Obelisk, also ein Tablet. Das ist da oben. Das heißt, wir gucken bei dem Fledermauskönig da wieder bei Batman vorbei. Und da der uns ja wahrscheinlich nicht einfach bloß so an den Stein ranlassen wird, müssen wir ihn tot machen. Wenn ich ihn finde. Wo ist er? Da hinten, oder? Da, ja, da sieht es doch schon gruselig aus. Ach, Herrgott. Überall, hier sieht es auch aus wie bei Hempels unterm Sofa, oder? Überall diese Steine. So, steigen wir mal ab. Und dann würde ich sagen. Ich drehe den mal, damit die Kollegen rankommen. I will feast upon you. Ah, ich dachte, der fliegt hoch. Ah, jetzt. Und jetzt ruf. Ja, so, jetzt könnt ihr weiter schön Schaden machen. Los, immer drauf. Der macht euch nichts, der will nicht beißen. Der will nur spielen. Ah, aber hat mich. So, und drauf, was es Zeug hält, Kinners. Und Schild hoch und ärgern. Hey! Ich habe gesagt, Schild hoch. Jetzt kommt. Diesmal bin ich weggekommen. Und immer drauf auf den Kerl. Ja, und Schild hoch. Curse you!
kommst nicht durch. Du kommst nicht durch. Du kommst nicht durch. Was mich wundert ist, der hat keinen einzigen Stack Blutung drauf. Ah, jetzt hat er einen. Was macht meine Hupfdohle? Könntest du dich mal anstrengen? Und down. Ich bin echt enttäuscht von dir, Hupfi. Da musst du dich echt mehr anstrengen. Wow, super. Das können wir gleich wegschmeißen oder lassen wir drinnen. Der Rest, naja. Könnte besser sein, aber ich bin ja hauptsächlich wegen den Relikt-Dingsbums da. Oh, das hat sich auch gelohnt. Holz nehmen wir immer mit. Und sonst steht hier nichts rum. Und deswegen wäre ich fast wieder weggelaufen. Deswegen sind wir ja eigentlich da, Mensch. Slave, if you have been chosen to work the aviary, be wary. The winged demons that we use to complete our errands are fed on the flesh from the sacrifice pits, and they see your kind as prey. The aviary allows us to rule our empire, carrying the decrees of the triumvirate across the land. Our beasts feed themselves as they travel, and they are intelligent enough to never lose their way. Like you, bonded one. They make excellent servants. Mhm. Jo, aber die excellent servants haben dir irgendwann in den Arsch getreten. Und zwar dermaßen, dass du dich selber zerstört hast mit dem blöden Sturm, der uns heute noch plagt. Ja, das waren jetzt die hier unten. Theoretisch könnten wir schon raus. Aber es ist noch früh am Morgen. Jetzt haben wir gerade 9:30. Das heißt, es ist noch relativ lange wach. Wach. Hell. Und wenn schon so lang hell ist. Ja, ich habe wieder irgendwo... Ich ziehe hier... Das war früher nicht so. Ich ziehe hier oben den Akku von denen. Auch wieder nichts Gescheites drin. So, wir mal gucken, ob wir, wenn wir schnell genug Abstand gewinnen, ob sie uns dann folgen. Und das machen wir taktisch diesmal anders. Von der Seite. Ich glaube, das ist ein Bogenschützen, oder? Könnt ihr mal gucken... Ah, da kommen die Heinze hier. Nö, das sind alles... Ah, jetzt ja so ein richtig schöner Zweihänder. Cool. Weißt du was? Ja, der war schön. Das muss doch schneller gehen. Hau doch mal. Ja, das mit den Dolchen, ja, es ist nett gemeint, aber bringt nicht wirklich was. Halt, da drüben war ein Bogenschütze, den will ich hauen. Du hörst auf, genau. Ah, jetzt spielt der Dicke mit. Der kommt extra her und will mein Pferd hauen. Dalinzia, wärst du so nett und würdest den Dicken da nehmen? Weil mit den Kleinen komme ich auch selber klar. Da brauche ich dich im Normalfall nicht dafür. So. Und jetzt machen wir den hier. Genau. Und den da. Und den da. Und den da. Da stehst du blöd da mit deinem Grinsegesicht. Oh, ja, den. Dann gibt's erstmal eins hier drauf. Was war's? Das ist mir jetzt. Nein. Ich bin viel zu weit weg wieder. Nein. Taste death.
Was macht... Hey! Geht's noch? Sag mal. So ein unfreundlicher Kerl. Nur zweimal einen richtig gesemmelt. Und welch Glück ist Geschick? Wir haben es gleich doppelt. Aber egal. Egal. Wieder ein Waffenrepair-Kit. Und was haben wir hier noch drin? Okay, Eisen brauchen wir nicht mitnehmen. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Und das nehmen wir. Und jetzt gucken wir auf dem Weg, weil das ist jetzt wirklich der Weg rauswärts. Bin ich da, davor, da hoch, darüber. Jawohl. Da können wir noch kurz an der einen Säule da vorbeischauen, wo ich in der vorletzten Folge dann auch das Reliktfragment gefunden habe. Das ist eines der wenigen Plätze, das ich merken kann. Also nicht irgendwie da hoch und hier links und dann da krabbeln, sondern einfach hier rausreiten und rechts. Da gucken wir mal. Jawohl. Und... Ah, nein. Hör da auf. Und ein Reliktfragment. Nein, ich will nicht, ich will die Keule. Im Prinzip könnten wir es auch einfach abhauen. Aber das lasse ich den hier nicht durchgehen. So. So, dann räumen wir die mal aus hier. Wenn es sich lohnt. Nee. Und. Bum, 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 bum. Ich höre schon wieder dramatische Musik. Aber die ist mir jetzt wurscht. Ich meine nämlich zu wissen, wo ich den letzten Dingsbums suchen soll. Der müsste irgendwo da oben sein. So, also da dahinter Richtung Ausgang dann nachher. Und wir reiten da jetzt auch einfach mal hoch. Wir lassen. Ah ne, wisst ihr, was wir machen können? Ja genau, hallo. Ich habe ja Dings, wir können ja direkt wieder hier reingehen. Wir können ja direkt wieder zum Archivar gehen und gucken, ob wir wieder bunte Kerzen oder sowas kriegen. Weil dafür lohnt sich es auf jeden Fall. Für bunte Kerzen. Okay, da kann man nicht durchreiten. Hier muss ich absteigen. Für bunte Kerzen die Red Mother zu legen oder so. Das ist egal, also ich meine, egal welchen Boss ich da dafür lege, damit ich ein Reliktfragment bekomme und dann habe ich... Ja, genau, kommt einfach hier rein. Und dann haben wir Schlangengedöns irgendwas, dann haben wir Tornadoklingen nochmal, schön, dann haben wir Totengräber haben wir nochmal, giftbehandelte irgendwas waren es. Tafel der Macht, das ist nicht schlecht. Versteinertes Ei, das ist ganz genial. Doch, das dekorativer Schleifstein, künstlicher Tierpräparate. Tischbein, auch ganz, ganz wichtig. Ja. Und ich habe keine Machtfragmente mehr. So, dann haben wir dekorativer Schleifstein, künstliche Tierpräparate. Haben wir schon, das ist der eine. Mit Gift behandeltes Doppelschwert. Das könnte interessant sein. Das muss ich mal nachher mal. Doppelschwert. Schlangenmensch-Statue ist dekorativ, ist in Ordnung. Tafel der Macht ist für die interessant, dass wenn man ohne Mods spielt, kann man über diese Tafel der Macht, die kann man dann herstellen mit Reliktfragmenten. Und die dann sozusagen benutzen, anwenden und kriegt dann Talentpunkte. Tischbein ist Tornado haben wir schon, Totengräber haben wir noch nicht und versteinertes Ei. Wir gucken wieder unter Talente, unter Survival. Und das ist das Tischbein
54 Schaden, Zweihandwaffe. Und das ist ein zweihändiges Schwert. Das ist nicht mal schlecht, weil der Schaden könnte besser sein, aber dadurch, dass eben Gift drauf ist, finde ich es nicht schlecht. Also ist eine Überlegung wert, zum Beispiel jetzt der Dalincia oder sowas, eben so ein Schwert zu geben, weil es potenziell gegen alles, was vergiftet werden kann, eben zusätzlichen Damage bringt. Was schade ist, ist, der Grundwert ist natürlich jetzt nicht berauschend. Das steinerne Ei ist dekorativ. Das ist dann auch wieder sind Statuen, verschiedene von den Serpentmans, die wir jetzt herstellen können. Das ist der dekorative Schleifstein. Und die hat man ja doch, die hat man schon. Und das ist das Tablet, Tafel der Macht, wie gesagt, um Talentpunkte zusätzliche zu bekommen. Wenn man dann irgendwann Totengräber, Gravedigger, 48 Schaden, nicht schlecht. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt mal schauen, Dalincia hat ja hier 76, da komme ich mit den 48 auf dem Scheißding nicht hin. Man müsste mal gucken, weil man stellt es ja, das ist der einzigste, wo man sich überlegen könnte, schaut mal her, ist, das stelle ich ja an beim Schmied her. Und da wäre es interessant zu wissen, wie viel kommen auf diese Basis 48 auf der verbesserten Werkbank nachher drauf, auf der höchsten, mit einem Schmied, der Schaden drauf gibt. Das können wir mal ausprobieren. Ich glaube, da brauche ich aber auch ein Machtfragment dafür. Ein Dingsbums. Ein Reliktfragment. Kann eh nicht durchreiten. So. Wo ist mein Pferdel? Pferdel, Pferdel. Das steht da hinten, jetzt steht es hier irgendwo. Und hast du dir wehgetan? Du stehst so blöd da mit deinem Arm. Und jetzt galoppieren wir raus. Ihr könnt noch bei den freundlichen Relic-Tandern da vorbeischauen. Ne, mit euch wollen wir nicht spielen. Das heißt, die werde ich erstmal abhängen, damit ich nicht die ganze Blase dann da oben habe. Reiten wir einmal kurz durch. Galoppel, 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 galoppel. Dann haben wir nur die hier vom Eingang. Na. Die Lautstärke irgendwie verstellt, mir brillt hier in die Ohren. So, und dann geht's zurück. Und wir gucken in das Lager. Wenn man mit dem Mod spielt, das ich schon mal erwähnt habe, dass es einem ermöglicht, die Gegner so zu plündern, dass man eine Chance hat auf das, was sie anhaben, dann lohnt sich die Lager, weil die tragen hier die Bosse, tragen alle Silent Legend Armor. Ja, genau, mach den gleich mal da tot. Nee. Schade ist, dass man die nicht ohne Mod zumindest nicht K.O. schlagen kann, um sie aufs Rad zu binden.
gibt einen Mod, das es erlaubt, die ganzen Human, also die ganzen menschlichen Skull, also diese Einschädelbosse. Ja. Ach ne, ich denke gerade, ja, das ist. Seit wann hat die einen Dingsbums? Herz des Helden, wenn man hier nicht mit der Hupfdrohle unterwegs ist, die einen permanent. Gut, das dürfte auf jeden Fall frischer sein. Die Corruption wieder wegnimmt. Rohasche ist immer gut. Dann kann man eben dieses Herz der Helden hier verzehren. Und das reduziert dann, oder man hat dann, man sieht jetzt hier Verderbnisentfernung. Ja, das hat sich jetzt auch nicht gelohnt. Ich weiß nicht, gibt es hier irgendwo, ich war immer der Meinung, ganz am Anfang, wo das eingeführt wurde, die sind ja Reliktjäger, dass ich dann hier irgendwo auch eine Chance auf diese Relikt, auf diese Fragmente habe, aber nö, ist nicht. Komme ich hier irgendwo, komme ich doch hier hoch, ja. So, und jetzt sind wir auf dem Weg, behaupte ich jetzt in meinem jugendlichen Leichtsinn, zum, hier irgendwo muss ein Tablet sein. Irgendwo muss da ein Tablet sein. Da ist es. Da ist es. Und das ist das letzte hier in der, an dem City. Und das müsste jetzt das Tablet. Ah, jetzt muss ich erstmal gucken. Das habe ich nicht eingetragen. Das war 19. Das war 19. Dann ist das hier Nummer 20. Giant King Lawstone 20. Das ist der hier. Und das hier ist jetzt 21. Giant King Lawstone. 21. Ja, Paar 30 gibt's. Bin mal gespannt. Bin echt mal gespannt. Ja, achso, anklicken muss ich noch. You have come as bidden to the heart of our empire. Behold the glory of our capital, where the triumvirate rules. Take heart, bonded one. For in time, the Black Spires will come to be your home. We have made a place for your people here, and we welcome them. Take your time to wander the boulevards and admire the stonework. Your bond will warn you when you approach forbidden territory. Ja, Gäste von wegen. Versklavt wurden sie nachher. So, das heißt aber, wir können, wo sind wir denn jetzt hier? Uns eigentlich auf den Rückweg machen. Schwuppdiwupp. Eigentlich hier raus. Gehen wir zurück Richtung Oase. Wo komme ich denn her? Wo will ich denn hin? Nee. Da will ich raus. Oder will ich da raus? Ja, da will ich raus. Kann ich da rüber. Und dann können wir da rüber und dann so linker Hand
Genau. Hierdurch. Da drüben sehen wir schon die Oase. Zu Hause, frisches Wasser, können wir uns umziehen, duschen, ein bisschen frisch machen und dann gerade rechtzeitig zum Abendessen da. Habe ich eigentlich noch Schlüssel? Ja, zwei Stück, da kann ich auf jeden Fall noch kurz die Truhe plündern, ohne den dicken zu legen. Brauchen wir ja dann nicht. Ja. Da ist der Dicke wieder. Ne, ich habe kein Akku. Mit dem will ich jetzt nicht mich nicht anlegen. Und Pferdel. Dann sind wir wieder zu Hause. Und wir haben fast alle Lorestones, die hier im also südlich der Mauer, ja, oder sag ich mal, die nicht in den doch südlich der Mauer eigentlich sind. Haben wir jetzt entdeckt. Entschuldigung, war wirklich nicht gewollt. Absteigen, Pferdel hinstellen. Und ja, wir haben jetzt, es gibt noch hier irgendwo einen, da bei dem hier. Und ich glaube, das ist wirklich der letzte hier südlich von dieser Linie. Und dann haben wir hier noch ein paar. Aber auch nicht viele. Hier ist irgendwo noch einer. Da ist einer. Oh, ich glaube, da oben ist einer. Dann ist hier ganz hier oben irgendwo einer. Da muss ich auch nochmal genau gucken. Den habe ich mal durch Zufall entdeckt. Also nicht, dass ich geguckt hätte. Ich bin da oben auf der Suche nach Black Eyes gewesen. Und habe den da entdeckt. Und ja, die sind hier. Das wird nicht in einer Folge sein. Das, mal gucken. Na, allein der Ausflug da hoch. Von hier aus. Hier lang. Müssen wir mal schauen. Und der letzte, so ist zum Plan zumindest, ist ja dann eigentlich The Hidden Way, genau, da müssen Dings sein. Am Eingang oder innen drin, ich weiß es nicht sicher. Vom Vulkan. Den habe ich auch noch nie gesehen. Und ja, da oben ist noch einer. Dann bei Circle of Sword. Da. Da. 1, 2, 3, 4. 5, 6, ah ja, Dings ist auch noch einer, 7, 7 und wir haben jetzt, welches war jetzt der letzte, den wir da nummeriert haben? 7, dann wären wir bei 33. Ich dachte, es sind 35. Lass mich mal ganz kurz, 16. Dann haben wir hier einen, 17, 18, 19, 20. 21, ne, sind bloß 22, 23, 24. Ah, da muss ich echt nachgucken. Ich dachte, es seien mehr. Aber egal. Werden wir ja mitkriegen. Okay, ich würde sagen,
kurzer Abspann. Ich stelle mal kurz noch meine Kollegen hier ab. Und muss nachher noch das Zeug aufräumen. Hier, Hupfdohle zu Hupfdohle. Und du kannst dich hier hinstellen. Jo, dann würde ich sagen, ja, das war's für heute, für diese Folge. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, war ja nochmal ganz interessant, da nochmal eine zweite erweiterte Sightseeing-Tour in The Unnamed City. Also kulturell war vertreten mit diesen Obelisken, die wir da gehört haben und gelesen haben sozusagen. Und für Spannung war auch gesorgt. Also ich denke, es war recht abwechslungsreich. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, wenn ihr mehr sehen wollt. Und mir auch ein Signal geben wollt, dass es gar nicht so schlecht ist, was ich hier mache. Ein Abo. Und ansonsten Kommentar hinterlassen. Gefällt's, gefällt's nicht, was soll ich ändern? Ich habe schon mehrfach gesagt, ich bin recht neu. Ich mache das ja erst seit Anfang Jahr. Und von daher bin ich natürlich für jeden Input dankbar. Ich würde mich freuen, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen, wenn wir Richtung Norden dann uns langsam auf den Weg machen. Ich muss mal gucken, in welcher Reihenfolge ich die am besten dann abarbeite. Und wir die restlichen dann ja, in 2, 3, 4 Folgen abhaken. Bis dahin macht's gut. Tschüss. Immer schön gesund bleiben und wir sehen uns. Ciao.